Gerade erst hatte es einen Unfall mit einer leicht verletzten Mutter und ihrem Kind gegeben. Der Stau begann sich aufzulösen, da krachte der schwarze 300 PS Sportwagen mit offenbar extrem hoher Geschwindigkeit in die stehenden Autos hinein. Wir waren gerade zurück in der Wache, da kam der nächste Einsatz und wir sind dann wieder hier zu einer Stelle gefahren, ein paar Kilometer weiter zurück. Der Schweizer Ferrari fuhr auf einen Renault mit 4 Insassen auf. Der Fahrer und ein Mitfahrer starben noch an der Unfallstelle. Durch die Wucht wurden 4 weitere Pkw ineinander geschoben, 6 Menschen schwer verletzt. Das hat man nur hinter uns krachen gehört. Und dann ist er noch bei uns leicht raufgefahren. Und dann schossen die 2 Fahrzeuge rechts an uns vorbei in die Leitplanke. Ersthelfer zogen die Verletzten aus den Wracks und legten sie auf die Straße, bis Hilfe kam. Es sind belastende Einsätze und da muss man dann hinterher Nachsorge betreiben, Gespräche führen. Bis in die Nacht blieb die Autobahn gesperrt. Die Identität der Toten blieb zunächst unklar.